liebe Zuschauer, hier ist Frank. Hier ist Mor. Von Ausgewandert mit 40 nach Thailand. Heute gibt es den dritten Teil von unserer kleinen Koh-Lan-Reihe. Mhm. Heute geht's zum Hat Nuon. Beach. Beach. Ja, wunderbar, genau. Das ist der zweite Strand, den wir euch zeigen möchten. Wenn ihr euch so für die Überfahrt interessiert, haben wir das in einem anderen Video schon mal aufgenommen. Verlinken wir euch oben auf der rechten Seite. Könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe anschauen. Ja. Heute konzentrieren wir uns auf den Monkey Beach. Suchen Monkey, oder? Ich hatte mich echt gefreut. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Affen, also keinen echten Affen draußen gesehen. Ich wollte unbedingt einen sehen. Pech gehabt. Kein Affe da. Dieser Zeit, viele Leute. Es waren wahrscheinlich zu viele Touristen, dass die Affen gesagt haben, dann lass mal die Verrückten unter sich. Nächste Mal nicht versprochen. Wir suchen deinen Monkey. Ja, Koh Lan liegt, dieser Nuon Beach liegt auf Koh Lan so eher im südlichen Bereich. Wir sagen euch aber gleich, es ist nicht der Beach, wo man sich das eigentlich so vorstellt, was man so haben möchte. Es ist ein schöner Beach, aber eigentlich nicht der beste für uns. Nee, nicht besser. Viel Stein. Viel Steine, genau. Ja. Obwohl es auch hier so die üblichen Sachen gibt, wie man sich hinlegen kann. Man kann eine Liege mieten, es gibt ein bisschen was zu essen. Hast du schon gemerkt, viele Leute nur Selfie und ein paar spielen bei Wasser? Ne? Genau. Also während wir auch dort waren, sind viele Leute wirklich nur ganz kurz da gewesen und sind dann auch sofort wieder aufs Moped und weiter. Genau, nicht lange bleiben. Selfie und dann noch. Man nimmt das quasi so mit, sagt, okay, man war mal hier gewesen, aber das große Ausruhen, Relaxen hier und so weiter, das machen die Leute eher weniger. Mhm. Es gibt auch nur wenig Angebote für irgendwelche Touren, ja. Zum Tauchen, zum Schnorcheln. Genau. Das ist auf anderen Beaches, die wir jetzt gesehen haben, doch mehr ausgebaut und da gibt es mehr. Hier gab es, glaube ich, nur ein Boot, das man angeboten hat. Ich glaube, das ist hier nur kleine Beach. Es ist eine kleine Ecke nur. Ja. Die Leute benutzen das, wie wir gerade gesagt haben, eher so, um Fotos zu machen. Es gibt heute hier sehr, sehr schöne große Steine. Aber viele junge Frauen Selfie, ja? Ja, und die benutzen halt diese Steine als Hintergrundfoto, dass du sagen kannst, oh, ich bin ein echter Naturjunge, ich bin echtes Naturmädchen. Ne? Ich war in der Wildnis gewesen und habe hier richtig große, gefährliche Steine. Das sieht auf Instagram und Facebook bestimmt richtig gut aus. Unbedingt, ja. Ja, man sagt dann wahrscheinlich nicht dazu, dass es nur so ein Kilometer zu laufen war. Ja. Aber es macht halt ein bisschen Eindruck, weil es einfach schöne Fotos gibt. Ne? Wasser, auch schön. Genau, das ist das Nächste. Das Wasser ist sehr, sehr sauber hier. Zumindest von der Optik. Wir haben es natürlich nicht probiert. Man geht auch mit den Füßen nur ein bisschen dort rein. Genau. Aber es ist halt wirklich durchsichtig. Es ist wirklich richtig klar und richtig sauber, das Wasser. Man sieht auch die Steine unten und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Und ich glaube auch, das ist da der Grund, warum die Leute kommen. Die machen dort ihre 10 Fotos, können dann sagen, ja, ich war mal hier gewesen. Mhm. Und dann gehen die aber auch wieder. Ja, das ist der Koh Lan, hat viele Beaches. Hat viele Beaches, genau. Und die Leute haben sich natürlich auch über die Zeit, vielleicht sind ja einige auch schon mehrmals hier gewesen. Genau. Die haben sich dann halt ihren Lieblingsstrand schon ausgesucht. Mhm. Mir gefällt der Samet-Strand auch besser. Samet-Beach, ne? Ja. Sehr sauber und ruhig und hat große, ne? Genau. Und dann ist es natürlich deutlich besser auch für die Leute, sagen, okay, dann gehe ich hier kurz her, ja. Schaue mal, was hier so los ist und dann geht es weiter. Hat viel Chance, viel Hotel in bei Koh Samet, genau. Das in der Nähe bei Beach, aber hier zu wenig. Genau, richtig, ja, hier unten im Süden von der Insel ist halt nicht allzu viel. Aber es ist trotzdem einigermaßen schön, man sollte sich das anschauen gehen. Und vielleicht gibt es ja auch Tage, wo weniger Leute sind und dann läuft man halt von einer Ecke, wie die meisten, die da gesehen haben, von der einen Ecke zur nächsten Ecke, genau. Macht so seine Fotos, hat so ein bisschen auch vielleicht seine Ruhe, weil die anderen Strände dann doch an den Tagen vielleicht voll sind, man weiß es ja immer nicht. Mhm. So, und so fürs Fotografieren, da ist es ganz schön hier. Oder wenn wir gehen am Berg, müssen wir Berg ein bisschen laufen, nach Berg geht auch. Genau, kann man auch. Mhm. Das ist schön. Ihr seht auch nicht so viele Angebote für Essen und für Getränke. Also alles relativ klein hier. Wenig, ja. So mehr, das ist mehr Chance. Da hat man mehr Chancen. Ja.
Ja, liebe Zuschauer, das soll es eigentlich auch schon für dieses Video gewesen sein. Das war jetzt der dritte Teil. Die anderen beiden Teile haben wir euch oben jeweils rechts verlinkt. Und ich werde es auch nochmal in die Beschreibung unten reintun, die entsprechenden Links, dass wenn sich jemand für alle drei Teile interessiert, dass er das auch nochmal nachschauen kann später. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute aus Thailand. Tschüss. Tschüss.